Wir sind heute verabredet mit Stadtrat Dietrich Thiele. Sie wurden ja in den letzten Wochen in den Medien ziemlich stark zerrissen. Eine an dieser Stelle nicht namentlich genannte Tageszeitung hat ihren 6-Punkte-Plan für die Einsparung für den städtischen Haushalt veröffentlicht, ohne Ihre Zustimmung. Erzählen Sie doch mal die Geschichte aus Ihrer Sicht. Ja, zuerst einmal schönen guten Morgen oder schönen guten Tag an alle Bürger der Stadt Zittau, um einfach mal diese Geschichte vernünftig darzustellen. Es ist also so, ich habe mir Mühe gemacht und Vorschläge eingereicht. Es ist ja nicht nur ein Vorschlag gewesen, sondern mehrere. Der Vorschlag betraf hier das Fastentuch, und ich hatte mir gedacht, eventuell wäre es möglich, dass man das Fastentuch in die Klosterküche macht oder beziehungsweise rüberhängt, um ein museales Areal in der Stadt Zittau zu erreichen. Diesen Vorschlag hatte ich unserer Kämmerin beziehungsweise amtierenden Kämmerin und den Oberbürgermeister gegeben. Gleichzeitig oder etwas später hatte ich diese Vorschläge auch der SZ gegeben und darum gebeten, erst dann, wenn von mir das Ja kommt, zu veröffentlichen. Leider ist in der Zwischenzeit so vieles passiert, dass mir einfach der Kragen geplatzt ist und ich etwas richtigstellen muss. Ich habe immer wieder gesagt, es sind Vorschläge, und ich hatte darum gebeten, dass man darüber mit mir persönlich erstmal spricht, in der Stadtverwaltung. Diese Aussprache ist nie passiert, nie. Dazu kommt noch, dass man hinter meinem Rücken dann darüber gelächelt hat, das schlecht gemacht hat. Und eigentlich das Allerschlimmste ist, dass man es verdreht hat, dass man aus meinem Vorschlag einen ganzen Artikel oder einen ganzen Absatz aus dem Kontext rausgerissen hat, wo ich darüber geschrieben habe, dass es, wenn es nicht möglich ist, ja durchaus andere Möglichkeiten gibt, um Einsparungen für die Stadt Zittau zu erreichen. Das war eigentlich mein Grund. Wir kommen mal ganz fix zu Ihrem 6-Punkte-Plan. Wir wollen jetzt nicht alle 6 Punkte mit Ihnen durchsprechen, nur die wesentlichen. Ein Punkt in diesem Plan sah vor, die finanzielle Zuwendung in Höhe von 5% ab dem kommenden Jahr für Kultur, Sport und Vereine zu kürzen. Ebenfalls für 5% die Ausgaben der Stadtverwaltung, und mit diesen Geldern, die sollten investiert werden für die Schwimmhalle und die Zittauer Feuerwehr. Dieser Vorschlag wäre bestimmt bei der nächsten Stadtratssitzung mehrheitsfähig gewesen. Warum haben Sie auch den zurückgezogen? Ich habe alle Vorschläge zurückgezogen, weil es wirklich, wie gesagt, hinter meinem Rücken sehr, sehr böse Meinung gegeben hat. Und um das nochmal zu sagen, diese 5% betrifft nicht die Gehälter der Angestellten, sondern es ging mir zum Beispiel darum, dass man in der Stadtverwaltung bei Broschüren, bei Plakaten und so weiter spart. Das war eigentlich mein Ansinnen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich Sportvereine denn wenn ihr zukommen lasse, sind nämlich alles welche, die an in gewissen Teil am Tropf der Stadt Zittau hängen, egal in welchen Zuwendungsbescheiden sie gemacht werden. Da gibt es viele, meiner Meinung nach, persönliche Sachen, wo ich sage, dort kann gespart werden, dort muss gespart werden. Und ich sage es auch immer wieder, man muss auch mal sowas wie eine Firma betrachten. Und was ist das Schlimme eigentlich in einer Firma? In einer Firma wird dann entweder beim Personal gespart oder man sagt sich dann, wir müssen bei uns nachdenken, wo wir in der Firma sparen können. Und das Gleiche habe ich eigentlich versucht zu suggerieren in der Stadtverwaltung. Ob das nun mit unseren Menschen passt oder nicht passt, man wird immer einen Querdenker haben, und ich bin eben vielleicht ein Querdenker, aber ich habe ihm einfach gesagt, um die Sanierung unseres Haushaltes vorzunehmen, wären solche Möglichkeiten durchaus machbar. Kommen wir zu unserem nächsten Thema, und das passt ja eigentlich ganz gut, wenn wir uns mal kurz umdrehen. Hinter uns werden gerade die Rathausfenster saniert.
bei der ursprünglichen Beschlussfassung sollte die ganze Baustelle 1,5 Millionen kosten. Mittlerweile sind wir bei 2,1 Millionen. Sie hatten vor uns gesagt, da sind noch nicht mal die Putz- und die Malerarbeiten mit drin. Denken Sie, dass die Stadtverwaltung zu verschwenderisch bei den Ausgaben ist? Ob das zu verschwenderisch ist, das möchte ich gar nicht behaupten. Aber man muss schon beim Bauauftrag in der heutigen Zeit bestimmte Summen einrechnen durch die erhöhten Kosten, die vorkommen. Aber dass natürlich über eine 500.000 mehr kostet, und da sind wir noch nicht beim Endpunkt, das ist eigentlich das, wo ich sage, da sollte man vorher darauf aufmerksam machen und auch den Stadträten sagen, Freunde, hier kommt noch was. Und viele Bürger wissen ja nicht, dass der Eigenanteil alleine bei 2 Millionen schon 400.000 beträgt. Und 400.000 aus dem städtischen Haushalt sind erarbeitete Gelder der fleißigen Bürger. Austritt aus der Gerhard-Hauptmann-Theater-Betriebsgesellschaft. Was hätte das für Folgen und wo sehen Sie da positive Effekte? Nun, vielleicht für die Bürger, die es nicht wissen. Wir waren jahrelang und wir haben uns als Stadträte immer wieder gewehrt, in diese Gesellschaft einzutreten. Das war eigentlich immer der Punkt, den der letzte Oberbürgermeister Vogt immer uns gesagt hat, bitte nicht eintreten in die Gesellschaft. Nun mit dem neuen Oberbürgermeister war das das Erste, was er gemacht hat, uns dort zu verschaukeln und zu vergaukeln, dass das besser für uns ist. Die Erhöhung der Gelder, die jetzt an die Stadt, an das Theater fließen, die sind eminent hoch, exorbitant in eine Höhe geschossen, die wir fast nicht mehr verkraften können. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich das gesagt habe. Viele Kommunen in Deutschland, viele, und da gibt es viele Beispiele, die haben schon lange kein Stadttheater mehr, die haben schon lange kein eigenes Ensemble mehr. Die holen sich die Veranstaltung rein und wissen ungefähr, ob sie 80%ige Auslastung haben und vernünftig damit auch wirtschaften können. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Und das geht überhaupt nicht, dass Zittau kein Theater haben soll. Das ist vielleicht vollkommen falsch und aus dem Kontext herausgerissen. Für mich ist es wichtig, dass man spart und da muss man alles durchforsten. Das ist wie in einer kleinen Familie und auch dort muss man durchforsten. Ich meine, es geht einfach nicht, dass wir so viel Geld jetzt nur ins Theater reinschießen und woanders fehlt uns das Geld. Und ich persönlich habe, meiner Meinung nach ist es so, dass man schon sagen muss, was ist denn wichtiger, wenn es Theater brennt und keine Feuerwehr ist oder umgedreht? Und das geht auch nicht gegen die Schauspieler und das geht auch nicht gegen das Theater. Ich bin der Meinung, man sollte mal vernünftig drüber nachdenken. Und ich will auf keinen Fall, dass das Theater zugemacht wird. Aber ich will es als Spielstätte haben. Und so wie wir es hatten, und das sind wir gut gefahren. Herr Thiele, eine letzte Frage. Sie meinten, auch im Sport seien Einsparungen möglich. Zum Beispiel ein Sportmanager für sämtliche städtischen Sportanlagen. Wo wären da die positiven Effekte? In dem Moment, wo man so vermarktet, dass man nicht nur Geld rausschießt. Ich weiß zwar, dass Sport und Kultur in jeder Kommune viel Geld kostet, aber entscheidend ist, wenn ich daran denke, was wir am Weinau-Stadion für Geld oder wie es meiner Stadion finanziert wird und was wirklich hinten rauskommt, das ist für mich einfach zu hoch und wir versuchen oder wir haben es nicht geschafft, unsere wunderbaren Sportstätten, wir sind Sportstadt, wir sind European Town of Sport und das vermisse ich einfach in dieser Stadt. Das vermisse ich unwahrscheinlich und mit dem Sportmanager, der dann Sportveranstaltungen ranholt, kann man auch Geld verdienen. Herr Thiele, vielen Dank für das Gespräch und damit zurück.